Komm schon, chinesische Nudeln, Frühlingsrollen oder Sushi? Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Storm Silver Egglog Edition, Leute. Wir sind hier in Part Nummer 22 und ihr merkt es vielleicht, kriegt das Grinsen nicht aus meinem Gesicht und ich habe so gute Laune, ey, das glaubt ihr nicht. Dazu aber gleich mehr. Ich bin so fucking happy, das glaubt ihr gar nicht, ey. Also mir ist heute etwas passiert, beziehungsweise ich habe heute etwas bekommen, was einfach nur... Wow, war, wisst ihr, das hat, oh mein Gott, das hat mir so eine Motivation gegeben, ey. Und ja, Leute, ich will euch heute etwas davon abgeben. Ich dachte, wenn ich krass gute Laune habe, komm, dann nehmen wir Storm Silver auf. Warum auch nicht? Ich habe den Part vor einer Stunde veröffentlicht, kam gerade von der Arbeit. Ein wunderbar sonniger Tag heute, 16 Grad haben wir draußen, ey. Und ich habe gerade noch kurz in der Sonne kurz abgechillt, bisschen was getrunken, gegessen halt. Und dann dachte ich mir einfach, nee, komm. Du musst die positive Laune jetzt einfach rauslassen an deine Abonnenten. Es geht nicht anders. Guck mal den Part an. Kommentare, bist ja richtig witzig. Es war der Part vom gestern oder vorgestern, nachdem mit Arzeus in der Kirche da, wo ich da so ein bisschen gebetet habe. Und ja Leute, ich hab's gesagt, bei 800 Likes kriegt ihr Lavita ins Team. Da habt ihr Lavita, Leute. Beast Boy ist im Team. Level 28, dachte mir, ich passe den Boy an mit Metang, weil Lavita wird jetzt in den nächsten Routen eh nicht zum Einsatz kommen, weil wegen Wasserroute, weil wegen Kampfarena und es macht einfach keinen Sinn. Jetzt werden wir ihn höchstwahrscheinlich auch nicht großartig benutzen können, weil, ja, ihr seht es vielleicht, Wasser-Pokémon. Und ja, da sind wir sehr schlecht gegen aufgestellt, aber wir haben allgemein eine große Wasser- und Steinschwäche, habe ich gesehen. Also ihr müsst euch mal allgemein meinen Rahmen angucken. Wir haben ein Flug-Pokémon, wir haben ein Käferflug-Pokémon. Dann haben wir ein Feuer-Pokémon. Dann haben wir ein Eis-Pokémon. Stein zerbumst uns hardcore. Das ist so krass, ey. Aber Leute, ich bin irre froh, ey. Ich finde es zwar echt merkwürdig. Ich habe mal so ein Experiment ja gemacht. Mit dem Gewinnspiel, was ich im Laufen hatte. Und jetzt zum Beispiel mit Beast Boy. Ihr drückt den Like-Button auch nur, wenn ihr wirklich dafür was bekommt, merke ich, wisst ihr? Ich werde dazu nichts sagen, klar, es ist natürlich geiler, ne? Wenn man merkt, so, yo, wenn ich dafür was bekomme, dann mache ich das natürlich auch. Deswegen, aber es ist mir halt aufgefallen, deswegen, das ist mir halt so aufgefallen, ihr Kleinen, ne? Ich habe euch heute geschaut, ihr Kleinen, das Ding so. So, aber Leute, darauf will ich gar nicht eingehen. Warum habe ich gute Laune? Ganz einfach, ich will es euch kurz sagen. Und zwar, werde ich im Sommer... wieder eine Schule besuchen, Leute. Eine weiterbildende Schule. Und ja, ich habe davon heute eine Zusage bekommen. Freue mich des Todes drauf, ey. Das wird ein neuer Lebensabschnitt für mich schon fast. Weil ich gehe wieder zur Schule, habe keinen Schichtdienst mehr, arbeite nicht mehr, verdiene kein Geld mehr, was natürlich dabei ist. Aber ich habe wieder ein geregeltes Leben, kann mich weiterbilden und ich freue mich einfach des Todes. Und Franz freut sich genauso. Snapped out of Confused Ray. Trifft das Corazon über die... Ah, nicht über die Hälfte, aber Rock Blast. Oh, da ist wieder so ein Move, wisst ihr, da habe ich Angst vor. Da habe ich Angst vor, ey. Aber wie gesagt, ey, Leute, ich habe irre gute Laune. Ich freue mich einfach auf die kommende Zeit. Warum bin ich so fucking leise, ey? Was ist da los? Ich mache mal Mikrofon mal hier ein bisschen anders. Damit ich ein bisschen lauter wirke. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber ich soll eh Änderungen an meinem Mikrofon vornehmen. Hat der gute Justin gesagt. Oh, Bubble Beam. Bubble, 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 Butt. Mach nicht schlapp. So, wir gehen safe jetzt auch auf Confusion. Ich habe keinen Bock, dass Senkopfschuss daneben geht und wir sterben. Oh, hell no! Leute. Octillery. Oh, habe ich in Pokémon Go gefangen. Hat mich auch sehr gewundert, der Pokémon Go-Part, wisst ihr? Also, ich habe gedacht, dafür, dass ihr den ersten Part so krass gehypt habt, dass ihr mehr Bock auf den zweiten Part habt. Aber irgendwie, nö. Irgendwie gar nicht. Das hat mich voll gewundert. Ich so, okay, dann halt nicht. So, wir setzen Gillette ein. Weil wegen Cut und so. Ich habe auch viele Kommentare geschrieben Richtung Bestrafungen. Hat mich auch sehr gewundert. Bin sehr gefreut auch natürlich. Wenn ich das so sehe, halt, dass meine Community mitmacht, das freut einen YouTuber natürlich so. Wenn man so merkt, so, yo, es kommt was zurück, wenn man was anspricht. Das freut mich einfach des Todes, Leute. Es war heute alles unter dem Part des heutigen Parts. Also das heißt, von dem letzten Part, von Part 21.
Und ich habe mir da noch nicht komplett alles durchgelesen, halt erst von 15 Uhr bis 16.30 Uhr, weil jetzt ist es gerade 16.30 Uhr, es macht Sinn. Aber ich werde mir die anderen Kommentare, die danach kommen, auf jeden Fall auch noch durchlesen und mal schauen, was ihr so zu sagen habt. Ich bin sehr, sehr, sehr froh einfach. Deswegen meine positive Laune heute. Der Part heute kam mega an. Ich habe eine Zusage von der Schule, ich habe Feierabend, es ist wunderbares Wetter, strahlender Sonnenschein. Ich habe nur noch morgen einen Tag zu arbeiten, dann habe ich erstmal Urlaub drei Tage. Was heißt Urlaub? Freitag, Samstag, Sonntag. Habe ich mal frei. Ich habe mal frei. Ja, wisst ihr, ich freue mich schon übers Wochenende, wie ein normaler Mensch. Wisst ihr, das sagt schon einiges aus, dass ich mir normales Leben wieder zurückwünsche, so langsam. So 6 Tage arbeiten die Woche ist nicht ganz so geil. 8 Stunden, aber es muss auch mal gemacht werden. So, wir machen John Schnee mal nach vorne, weil John Schnee, der Boy, kann auch etwas trainiert werden. So, wir kämpfen mal gegen die gute Misty-Verschnitt hier, gegen den guten Misty-Verschnitt natürlich, Wir wollen ja auch hier auch die Grammatik verbessern, wenn wir schon bald anfangen, wieder zu einer Schule zu gehen. Oder vergessen wir das. Scheißegal. So, Paula. Die Paula ist eine Kuh. Die macht nicht einfach Finneon. Okay. Wenn du kommst mit Finneon um die Ecke, werde ich dich drin bringen zur Strecke. Sucker Punch. Eigentlich wollte ich den gar nicht machen, aber hey. Aber hey, John Schnee, Alter. Du teilst aus. Apo John Schnee. Wieder was Geiles, Leute. Game of Thrones geht bald weiter. Freue mich. Oh oh. Oh oh. Elektro-Attacken incoming. Seht ihr das jetzt? Ich habe keinen fucking Switch in Elektromoves. Nicht einen. Beziehungsweise in Landturm. Wenn ich Grottenholm einsetze, kann nichts. Ich kann auch nichts machen. Ich kann Mike einsetzen, weil Mike ganz gute Werte hat. Okay, die Def geht eigentlich. Wer hat einen guten Def? Eigentlich könnte ich Gillette einsetzen. Was Ding ist, der Sinn jetzt für Funkensprung Donnerblitz geht, sollte ich einen tanken. Stockpille. Er geht für die Stockpille, Leute. Wer kennt sie nicht? Was macht er? Was musst du hoch? Defense Rose. Special Defense Rose. Okay, wir gehen für einen Cut. Wir outspeeden. Wie viel macht das? Sollte über 50 machen. Trotz Stockpille. Ja. Wieder Stockpille. Das macht immer noch über 50%. Von daher, alles gut, Leute. Ich habe, wie gesagt, ich weiß auch nicht. Mir kann man heute nicht schlecht. Mir kann man heute keine schlechte Laune machen, einfach. Es kann passieren, was will heute. Es kann mein ganzes Team drauf. Nein. Nein, das habe ich nie gesagt. Und jetzt werden, Leute. Ihr wisst ganz genau, Arceus oben im Himmel wird uns davor bewahren. Vielleicht werde ich noch eine coolere Animation machen, wenn ich mit Arceus mal wieder beten sollte, Leute. Aber auch nur, Leute, man darf auch nur den Arceus-Gott anbeten, wenn es sich lohnt, Leute. Ne? Wenn man wirklich sagt, okay, ich brauche jetzt einen Crit. Okay, der Kugelsack muss jetzt 5-mal treffen, wisst ihr? Andernfalls nicht. Andernfalls nicht. Wisst ihr, es ist eine Religion, die muss weise eingesetzt werden und nicht auf Dauer, auch häufig. Ja, ich fand das so witzig, wie so in die Kommentare geschrieben haben, so, ey, yo, ich bin Muslim, kann ich trotzdem deine Religion mit 3-0? Ich so, klar, Alter, kommt alle rein hier, meine gute Bude. Ist natürlich alles nur Spaß, Leute, wie gesagt, ne, nicht jetzt ernst nehmen hier sowas, ne, aber wie gesagt, fand ich mal extrem witzig mal irgendwie was, keine Ahnung, ich habe mir nichts bei dem Intro gestern gedacht, so, wollt ihr mehr solche witzigen Intros mal haben, dann gebt auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Ihr wisst ja, ihr bekommt was, vielleicht kriege ich dann mal was. Ne, Spaß beiseite, nur natürlich nur an die Leute, die es wollen, Leute, und da schon die Strudelinsel mit L zu den fucking Ugia, und wann habe ich das letzte Mal einen Lugia in den Strudelinseln gefangen, Leute? Vielleicht 2002? Oh, shit. Ein Gyrosdos. Wir haben Drillpick. Wir haben Spin. Wie viel mit Damage drücken auf den Gyrosdos? Den Herr des Gyros. Twister. Rechter Fuß auf Blau. Scheiße, das können wir nicht. Okay, doch. Kein Problem für uns, Alter. Sucker Punch. Gib Stack in deine Axe. Das macht, oh, das macht krassen Damage. Twister wieder. Der Junge will, dass wir den rechten Fuß auf Blau packen, Leute. Seht ihr das? Also Gyarados, der ist, weiß nicht, wie man so ein spezielles Gyarados spielen kann, aber der Gute spielt es. Und macht meine physische Def runter. Also die Taktik dahinter muss mir erst einer erklären. Ich glaube, er betet nicht den Arceus-Gott an, Leute. Das ist eher so ein Raupi-Verschnitt. Weißt du, der geht auch auf den Spielplatz und spielt mit Raupis, Leute. Solche Leute, ne? Also die brauchen wir gar nicht unterkommen hier, ne? Den hochgehobenen Arceus-Priestern hier, ne? Wie mir. Also, das ist nichts für mich hier, George. George.
George Clooney oder wie du auch immer dich nennen willst, wisst ihr? Also, das ist nicht wahres. Eigentlich wollte ich jetzt so, hört ihr das? Das Meeresrauschen in diesem Strudel. Wunderschön. Ah, ich liebe diese ganzen atmosphärischen Geräusche einfach hier in diesem Spiel. Ich habe Soul Silver damals geliebt, Leute. Soul Silver war mit einer meiner Lieblingsspiele, weil ich erstmal die zweite Gen geliebt habe und weil ich, ja, ich habe damals nichts gewusst von der zweiten Gen, dass so Remakes rausgekommen sind. Ich habe mir das Spiel, habe ich mir das damals gekauft? Ich weiß gar nicht, wie ich das... Ja, ich habe es geklaut jetzt wahrscheinlich. Hey, Zero the Deep, alles klar. Leute, ey, also... Ich und Clown. Also, ich habe das Spiel gerade wiedergefunden. Oh mein Gott, ist das süß! Mantips, Alter! Das habe ich ja. Das ist so ein Pokémon, das hat man einfach nicht auf dem Schirm. War Mantax schon so. Ja, man hat sich damit so abgefunden, finde ich. Das ist. Oh mein Gott, Sheenwood City. Neue Route! Seid ihr bereit, Leute? Wir machen die Messing-Glitch. I failed. Das kann ich nicht irgendwie sitzen lassen, Leute. Messing You Glitch 2.0! Komm schon! Jetzt will ich einen Rizoros haben, Level 33. Oder Level 333, keine Ahnung, was es war. Oder ein Mantips! Hallo! Mann, bist du süß! Bitte nicht töten. Faintech soll ihn nicht töten. Komm schon. Schon Schnee? Ich warne dich. Dankeschön, Wing Attack, bitte nicht töten. Dankeschön, wir sind uns einig, es war sogar ein Crit, das heißt, wir überleben noch den nächsten Move. Von daher, Great Ball. Und bitte lass mir das Pokémon fangen, damit wir ein neues Ei öffnen können, Leute. Oh, so viel dazu. Ich glaube, der Mantips hat keinen Bock auf uns. Wing Attack again. Ouch, that hurts a lot. Boy. Come on. Pilzströn, mein Tee. 1, 2. Nein. Nicht unter mein Team. Oh mein Gott, Alter. Das ist so ein fucking Ohrwurm vom... Ich weiß nicht, ihr kennt das Lied höchstwahrscheinlich, oder? Ah, beziehungsweise ihr kennt die, wie heißt ihr da? Die beiden Interpreten, will ich es mal nennen, ne? Ich muss mal ehrlich sagen, ich höre solche Mucke normalerweise nicht, aber die Lieder von den beiden Interpreten gefallen mir sehr. So, warum jetzt aber genug Schleichwerbung gemacht? Wir wollen jetzt unsere Pokémon aufheilen und dann in die Arena gehen, Leute, wo ich klaglich versagt habe damals. Oh boy, das war noch Zeiten, wisst ihr, damals Pokémon Storm Silver Wetlock. Es war ein schlimmes, traumatisches Erlebnis für mich damals, als ich das mitgemacht habe. Oh, komm schon. Oh, bitte. Mona, bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Fake out. Nein! Der Trank! Ich bin sowas von tot. Pass out like a bitch. Ja, wusste ich selber nicht ganz genau danach, was ich machen sollte. Aber nun, Leute, mit unserem jetzigen Team bin ich mir sicher, dass wir es schaffen werden. Sehr sicher. Und wir dürfen uns ein neues Ei aussuchen. Und ich würde sagen, das nächste Ei kommt aus dieser Box hier. So, wir nehmen das gute Pokémon. Wir können uns gar keins rausnehmen, ne? Welches nehmen wir denn? Komm, wir nehmen mal heute was Chinesisches, Leute. Komm, ich habe Hunger auf was Chinesisches. Wir nehmen eben das gute Larvitar raus. Und wir wollen ein chinesisches Ei aufmachen, Leute. Ganz einfach. Einfach China-Nudeln mit Reis, Paprika und allen anderen kleinen chinesischen Früchten, würde ich gerade sagen. Vor allem Gemüsesorten werden wir uns jetzt gönnen. Auf unserem Bicycle. Oh yeah, guys, das Bicycle of Dreams ist da und nun werden wir erstmal hin und her surfen, Leute, und es geht los in 3, 2, 1, go! Go!
Ich habe zurzeit Luck mit den Eiern, glaube ich. Ich habe zurzeit Luck mit den Eiern, Leute. Keine Minute. War wieder auf dem Tacho. Das Ei will bereits schlüpfen. Wir tun ihm den Gefallen und sagen, let's begin. Komm schon, chinesische Nudeln, Frühlingsrollen oder Sushi? Ein fucking shiny Dratini, ey. Jetzt haben wir alles, ey. Jetzt haben wir wirklich alles. Wir haben Kindsbum, wir haben Dratini, wir haben Larvitar, wir haben Tarnil. Nur fucking Knaxel oder Knaxel? Knaxel? Kaumalat fehlt noch. Shit, Alter. Ich nenn's China-Nudel. Ganz einfach, Leute. Das ist die China-Nudel. China-Nudel, Alter. Perfekt. Perfekt. Die China-Nudel lebt. Der Lyra ruft mich schon wieder. Weiß wahrscheinlich, meine Nudel hier wegessen will. Aber ich teile nicht, Leute. Gerade wenn es ums Essen geht. Der Zero, der haut einfach alles weg. Gefunden mit Level 0. Ganz klar. Also, wer kennt's nicht? Was haben wir? Dragon Dance, Twister, Slam, Dragon Dance, Alter. Tanz den Drachen, Alter. Minus Speed plus Spezialangriff. Okay, das ist... boah, ne? Ist auf jeden Fall ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hat sich auf jeden Fall der gute chinesische Hersteller wo was bei gedacht. Vielleicht war das auch eine Fehlproduktion aus China, man weiß es nicht, Leute. Die Stats werden da manchmal vielleicht ein bisschen verkalkuliert und ja, ne? Ich werde nichts dazu sagen. So, wir haben auf jeden Fall Multischub als Fähigkeit. Ist krass. Ist legit. Von daher ein legites Pokémon, Leute. Und wenn ihr dieses Pokémon-Team haben wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Nee, Spaß. Wir haben ebenfalls noch ein Kindwurm auf der Box, Leute. Ich werde, sobald ein Pokémon sterben sollte, eine weitere Abstimmung machen wohl. Ich werde es gleich mal euch einblenden hier. Und zwar, wir haben ja das Dratini hier noch. Erstmal das hier, China-Nudel. Ultra cool. Wir haben noch ein Riolu, was wir benutzen können. Das da unten. Dann haben wir noch... Nein. Hydropi, nein, das haben wir auch alles bekommen. Das haben wir auch alles bekommen. Ich glaube... Ne, Cerberus ist gestorben. Bark, Karatos ist gestorben. Das Ding haben wir noch, Leute. Hashtag 2.0. Auch mit Dragon Dance. Also, wir werden auf jeden Fall irgendwann nochmal eine Tanzendrache im Team haben, Leute. Irgendwann werden wir nochmal eine Tanzendrache im Team haben. Wann das sein wird? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass China-Nudeln gut schmecken werden. Aber zunächst werden wir erstmal ein Foto machen von unserem Team, Leute. Weil, hey, komm. Ein kleines Selfie. Gerade so einen wunderbar sonnigen Tag. Muss man einfach machen. Muss man einfach machen, Leute. Komm. 3, 2, 1. Sagt alle Tschüss. Es wird noch so wunderbare Vlog-Musik im Hintergrund, ey, und dann kann man einfach den Tag genießen. So, wir haben noch Eugene hier oben. Der will gegen uns kämpfen, aber da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, gegen den Typen habe ich auch mal verloren gehabt. Ich glaube, gegen den Typen habe ich auch schon mal verloren. Ich glaube, ich will noch nicht da oben hin. Aber ein Kimono-Girl. Oh, scheiße, ich weiß, genau, die schenkt mir Surfen des Pikachu. Shit. Ein surfendes Pikachu, Leute. Ein Pikachu mit Surfer. Und da ist der Arena-Leiter. Oh, er trainiert so hart, er hört uns gar nicht, Leute. Das ist echt ein bisschen kritisch. So, wir kämpfen aber jetzt hier gegen zwei Leute schon mal. Okay, gegen einen, Leute, gegen einen. Wir haben jetzt schon hier auf meiner 25 Minuten auf dem Tacho. Ich weiß nicht, wie lange der Part werden will, aber ich will ihn auf jeden Fall morgen noch hochladen. Das heißt, wir kämpfen gegen Yoshi. Mario, sein Gehilfe. Und dann ein Mankey. Und er wird 32. Okay. Drill Pick. Und er trifft uns immer noch normal effektiv. Das heißt, wir müssen trotzdem aufpassen, Leute. Wir resisten nichts. Aber wir sind stark. Wir sind schnell. Und wir durchbohren mit Drill Pick einfach alles. Das ist unsere Taktik, Leute. Medite. Medite, bitte an Kasse 4 mit Pampas und Segelohren. Ja, danke schön, das bin ich. Alles klar, Medite. Tschüss, Sikorsky. Und Topfschnitt hast du auch noch dazu. Also wunderbar hässlich bist du auf jeden Fall. So, das Ding ist auch tot. Nächstes Pokémon, Riolu. Oh nein, die gute Lou. Die gute Lou in unserem Team. Ein Flashback, Leute, ein Flashback. Was haben wir die Geist gemacht?
mit der guten Lou. Die gute Luisa ist leider jetzt aber gestorben. Meine auch. Von daher, der Fluch geht weiter. Und Yoshi, wir wieder zu Mario. This isn't real. This is madness, Leute. Ich werde jetzt den Part beenden. Wenn noch ein bisschen den Tag genießen, den Part hier auf jeden Fall gleich schneiden, bevor ich das dann morgen online kommt, hoffentlich oder übermorgen. Werde vielleicht noch gleich das Pack-Opening weiter aufnehmen, was ich geplant habe fürs Wochenende. Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Macht's gut. Verbreitet ein bisschen Freude, Leute. Gebt ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Bis nächstes Mal. Und ciao.